Thank you. Only see that in the rules. Willkommen zum weiteren Webinar. Ziemlich lustig heute hier. Entspannte Atmosphäre ausnahmsweise mal. Und die Kamera will noch nicht so richtig. Und Augenblick, ich muss nur ganz kurz meinen Bloomberg schließen. Okay. Here we go. Okay, heute ist das Thema Erstellen einer simplen Strategie, die ich sehr hilfreich finde, beziehungsweise für Sie sicherlich sehr aufschlussreich sein wird. Da im deutschen Forum vor längerer Zeit gepostet wurde, dass die Strategie oder die Erstellung einer Strategie eben aus technischen Gründen letzten Mal nicht aufgenommen werden konnte, werde ich das einfach nächstes Mal noch ein bisschen flexibler Ihren Wünschen nachgestalten. Dass also, wenn wirklich irgendwas nicht hinhaut oder so, ich das dann sofort beim nächsten Webinar eingehen werde, um einfach ja, vielleicht zukünftige Fragen dann gleich zu beantworten. Sonst müsste man immer so lange warten. Ich denke, das ist die bessere Lösung. Erstellen einer simplen Strategie habe ich mir ausgedacht, wie beim letzten Mal eigentlich ähnlich auch, dass ich vielleicht wieder den RSI benutze. Okay, wir nehmen mal einen anderen Account. Hier sieht man zu viel von meinen ehemaligen Trades. Ich wechsle mal ganz kurz auf Euro-Dollar. Nehmen wir die Bollinger Bänder raus. Okay, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde Chart. So, machen wir uns raus. Und ich würde vielleicht RSI vielleicht hinzufügen. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal zum Anfang. Genau, und zwar möchte ich gerne, wie beim letzten Mal halt auch, dass ich eine Kreuzung von dem Indikator RSI ja, warte, auf eine Kreuzung warte und dann je nachdem ein Kauf-Verkauf eingehen werde. Zu Anfang vielleicht einfach nur Take Profit, also dass wir nur eine Position laufen haben. Und dann zeige ich Ihnen vielleicht noch, habe ich letztes Mal glaube ich auch gemacht, wie man dann nur ja, bei jeder Kreuzung quasi die Position öffnet und schließt, je nachdem in welche Richtung es läuft. Okay, RSI. Da haben wir. Ich lasse mal 14. Add Indicator, RSI, ich erzähle eine andere Farbe, nochmal rot. Oh. Natürlich wird das nichts, wenn ich das so lasse, nehmen wir 30. Man sieht da nicht allzu viel. Gefällt mir nicht so. Nehmen wir mal 42. Okay. Gefällt mir immer noch nicht so richtig. Ich suche gerade die richtige Periode raus. Vielleicht eine etwas kürzere. Nehmen wir mal eine 2. Na gut. Gehe ich auf einen höheren Timeframe, vielleicht hilft das. Ich möchte gerne schöne Kreuzung sehen. Nicht in diese hoch und runter gehen, weil das bringt nicht so viel. Gehen wir nochmal auf den Daily Chart. Nehmen wir hier vielleicht die Separators mal raus. So, das sieht auch schon besser aus. Okay, dann nehmen wir also einen Daily. Der liegt und ich möchte quasi an diesem Punkt hier möchte ich gerne kaufen.
würdet an diesem Punkt verkaufen, beziehungsweise mit einem Take Profit zum Anfang ab, dass ich vielleicht hier oben den Gewinn abgreifen kann. Und dann wartet, bis ein neues Signal kommt, also hier quasi wieder. Weiß ich nicht, ob das hier schon soweit ist, könnte sein. Dass man hier also wieder verkauft und hier theoretisch schließt, aber ich will halt versuchen, den Punkt hier unten abzugreifen. Okay, also ganz einfache Geschichte, wie auch teilweise in den Beispielen Strategien, einfaches Crossing, vielleicht einfach so ein bisschen die Handhabung damit zu erklären und dass sie da so ein bisschen reinkommen. Und letztes Mal hatte ich ja ein bisschen mehr über die ja, sag ich mal, Plattform erzählt. Ich hoffe, da waren auch wichtige Informationen dabei, die vielleicht auch nebenbei helfen. Ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt habe, ist wirklich sehr essentiell, zumindest einer der Blöcke, der da wie folgt aussieht, dass also je nachdem, ob auf welchem, nicht je nachdem, sondern bei jedem Startpunkt muss auf jeden Fall gefiltert werden, Entschuldigung, muss auf jeden Fall gefiltert werden, welches Currency Pair, welches Währungspaar ich gerade handle. Ich habe das gestern mit einem Kollegen auch schon wieder gehabt, wo quasi die Instrumente, die eben nicht gefiltert wurden, also wenn dieser Block, ich mache das einfach mal, dieser Block fehlen würde, dass dort eben vielleicht nicht unbedingt im Visual Java Historical Tester, aber auf der JForex-Plattform werden dort dann nicht Fehler generiert, aber redundante Informationen werden dann als Trading-Signale oder als Signale fürs Traden benutzt. Also hier diese Filterung des aktuellen Instruments ist ganz essentiell, um einfach wirklich Fehler zu vermeiden. Ich sage es nicht oft genug, ich weiß, vielleicht sage ich es auch zu häufig, keine Ahnung, aber ich sehe immer wieder, wenn ich Strategien im Forum sehe, dass immer wieder der Filter fehlt und sich dann die Benutzer wundern, warum dann auf der Plattform Fehler generiert werden. In Position Sizing, also im Betrag der Position, wie groß die sind, da entstehen immer wieder häufige Fehler oder einfach weil die irgendwelche Zahlen quasi woanders benutzt werden. Ja, einfach ist alles zu vermeiden, würde ich wirklich Ihnen wieder eine Werbszahl geben, diesen Block. Ich möchte gerne auf Kerzenbasis handeln, also muss ich, was habe ich jetzt gemacht? Das ist falsch. Kerzenbasis handeln, deswegen muss ich nicht, sagen mal. Natürlich warten, bis eine Kerze vollendet ist. Also auch dieser Filter ist wichtig, wenn Sie auf Kerzen handeln möchten. Okay, also ich habe jetzt meine Instrumente gefiltert und ich habe meine Perioden gefiltert. Jetzt ist es, finde ich, an der Zeit, den Indikator zu initialisieren. Wir wollten den RSI haben. RSI und R, hier haben wir. Wenn wir vielleicht ganz kurz nochmal zurückschauen in die Plattform, ist es ja so, dass wir bei einem Crossing, bei einer Kreuzung dieses Indikators 4 Punkte brauchen. Ich zoome mal vielleicht ganz kurz ein bisschen rein. Genau, wir nehmen jetzt mal einen Punkt hier. Diesen Punkt wollen wir also haben. Da sieht man natürlich, dass, also quasi bei dieser Kerze, sieht man ja, RSI 42 ist 51,947, 948 gerundet, und der 12er RSI ist 2016. Also sprich, der rote ist über dem blauen. Dort ist also schon an dieser Kerze schon eine Kreuzung geschehen. Wenn wir diesen Punkt jetzt nehmen, also diese Punkte von 59 und 51, brauchen wir also zweimal den Indikator auf der 12er und auf der 42er Periode. Und wir brauchen natürlich den Punkt hier,
mit dem RSI, den Server RSI von 50 und den 42 RSI von 51. Wir müssen also an diesem Punkt quasi die Werte vergleichen, ob die sich in der nächsten Kerze verändert haben. Also ob der RSI, der kleine RSI, nenne ich jetzt mal den 12er, kleiner war als der große, also der 42er, und ob er in der nächsten Periode, in der nächsten Kerze, also respektive Periode, eben der kleine RSI größer ist als der große RSI. Also dass wir quasi dann genau diese Punkte miteinander vergleichen. Okay. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Indikatoraufruf. Normalerweise ist das standardmäßig so, dass die Periode nicht die Default-Periode ist, also die Standardperiode ist. Die ist immer standardmäßig, häufig zumindest standardmäßig, auf 10 Minuten eingestellt, um einfach das Ganze flexibler zu gestalten. Wenn Sie natürlich eine feststehende Periode berechnen lassen möchten, dann ist es natürlich in Ordnung. Da können Sie einfach die ganze Sache schließen und hier sich eine Periode aussuchen. Wenn Sie das Ganze aber variabel gestalten wollen, sollten Sie auf jeden Fall Default Period benutzen, um dann bei jedem Start der Strategie das ja, individuell abgleichen zu können, ohne den direkt in den Code gehen zu müssen. Okay, wir hatten also hier einen, nee, das ist der falsche Account. Wir hatten hier 12 und 42. 12 und 42. Das können Sie natürlich auch als globale Variable definieren. Erinnern Sie sich an letztes Mal, dass Sie also wirklich dann auch, wenn Sie die Strategie laufen lassen, dort eben die Perioden manuell bestimmen können bei jedem Durchlauf. Ich lasse das jetzt mal fest, weil ich die Periode gerne haben wollen würde. Dann mache ich hier, das lasse ich mal so. Ja. Okay. Okay, so jetzt brauche ich also den RSI viermal. Pasteblock, Pasteblock, Pasteblock. Okay, machen wir es so. Okay, so Time Period bleibt mal hier bei 12. Dann gehe ich auf die größeren, also die 42. 42. Und 42. Okay, so, dann ist hier Shift 0. Das heißt aktuell. Dann ist es ja so, dass wenn ich auf ein Signal in der Kerze warte, dass die Kerze nicht ausgebildet ist. Sprich, in diesem Fall wird es vielleicht sogar funktionieren. Ich will aber auf Nummer sicher gehen. Also ich bin der Meinung, es könnte sogar so funktionieren. Wenn beispielsweise, also was ich erklären will oder damit sagen will, ist, dass Sie Shift 0 benutzen, beispielsweise bei Kerzenaufruf, also wenn Sie Get Historical Candle oder Candles benutzen und das Shift 0 belassen, werden Sie dort falsche Werte für den Open, High, Low, Close und so weiter bekommen. Weil natürlich am Kerzenanfang, also wenn nur der Open Price ist natürlich der Open Price gleich dem High, dem Low und dem Close. Und das Volumen wird, naja, ein bisschen höher als 0 sein. Deswegen also ist immer wichtig bei Shift zu beachten, okay, was rufe ich eigentlich damit auf? Inhaltlich. In diesem Fall lasse ich es einfach mal gucken, was passiert. Ich bin immer der Meinung, das könnte sogar auch funktionieren. Shift 1 ist klar, um die davor, um den RSI-Wert einer Kerze zuvor zu generieren. Hier mache ich jetzt mal RSI kurz, hoppala, andere Tastatur, kurz aktuell. Startwert brauche ich nicht.
Okay, so, dann definiere ich mal ganz schnell meine Werte. RSI Codes davor. Ich mache mal auf Englisch, hört sich besser an. Previous RSI lang aktuell. Augenblick bitte. Could you please put something in? No, yeah, okay, thank you. Thank you. No, thank you, no problem. If it's yours. Okay, thank you. Aktuell und RSI lang previous. Okay. Codes previous. Dann aktuell muss ich es aktivieren. Zu geben. Ich mache es mal hier eindeutig. Oder nicht eindeutig, aber. Okay, so. Das sind also ganz einfach der Indikatoraufruf. Also hier haben wir die aktuellen Werte der aktuellen Kerze, hier haben wir die Kerze, die zuvorige Kerze. So, mal ganz kurz wieder in den Chart zurück. Okay, wollen also diesen Punkt haben. So, dann müssen wir also einfach definieren, was ich vorher eingangs schon erzählt habe. Wenn also der aktuelle Kurs oder der aktuelle Wert des RSIs, aktuell kurzer aktuelle Wert des RSIs quasi für ein Kaufsignal größer ist als der entsprechende lange Wert. Und wenn dem so ist, zu prüfen, ob der vorher in der vorherigen Kerze der kurze RSI kleiner war als der lange. Okay, oder andersrum. Das ist also egal. Also brauchen wir mindestens drei F-Blöcke. Obwohl eigentlich brauchen wir nur zwei. Wenn also der kurze aktuelle RSI größer ist der lange RSI und der kurze RSI kleiner ist als der davor, dann kaufen wir. Einfache Geschichte. Okay. Wenn der kurze RSI, also jetzt für die Sell-Position, der kurze RSI aktuell kleiner ist als der lange und davor größer. Größer war, dann verkaufen. Eigentlich eine einfache Sache. Okay, das ist letztendlich auch schon die. Achso, ich muss noch verbinden. Das ist letztendlich die einfache Strategie. Ja, okay, halbe Stunde. Mit Vorbereitung, okay. Lassen wir ganz kurz laufen, Augenblick.
kommt jetzt, jetzt hat man gesagt, auf Stundenbasis letzte Woche. Augenblick, ich will mal ganz kurz noch in vielleicht den Breakpoint zeigen. Also hier den Breakpoint hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon, ja, hatte ich letztes Mal aktuell, dass also hier quasi Haltepunkte ich definieren kann, dass die Strategie an der Position stoppt. Also wenn ich hier den Haltepunkt hier machen würde, würde natürlich bei jeder Kerze natürlich halt machen. Hier, na gut, ist eigentlich auch dasselbe. Aber gut, ich werde einfach nur die Bedingungen abgleichen, ob die Bedingungen stimmen, ob denn die richtige Position eingenommen wird oder nicht. Noch irgendwas, was man nach vorne rein kann, nicht. Okay, Historical, 3 Wochen, letzte Woche. Okay, Take Profit, Loss. Entschuldigung, lasse ich mal so. Also es werden jetzt, ne, ihre Positionen geöffnet, je nachdem. Also immer wenn das Signal erscheint, egal ob Short oder Long, wird also eine Position eingenommen. Diese werden nur geschlossen, wenn Stop-Loss oder Take-Profit erreicht wurde. Und wir handeln 1000 Einheiten. Okay. Aha, interessant. So, ich mache das mal weg hier. Das können wir uns später noch anschauen. Okay. Das dauert noch einen Augenblick. Kurs sehen wir zwar schon, den Kurs alle auf, aber ist noch keiner jetzt. Okay. So. Besser. Ich möchte noch ein bisschen reinzoomen und dann RSI 12 hatten wir gesagt und vielleicht mal ganz kurz hier die Linie wegmachen. Ein bisschen. Und hier machen wir nochmal den RSI rein von 42, wenn ich mich nicht irre. Machen den in Rot. Okay. So, wie wir sehen, ist also hier ein Crossing, hat ein Crossing stattgefunden. Theoretisch müsste jetzt, hatte ich vorher, ah, ich hatte einen Daily Chart. Okay, aber nichtsdestotrotz muss jetzt also ein habe ich dieselben Farben genommen? Ja, müsste jetzt also eine Sell-Position eröffnet werden. Schauen wir mal, ob das stimmt. Falsch. Eine Buy-Position. Okay, das stimmt, aber das ist mir jetzt so unübersichtlich. Man sieht das nicht so gut. Ich ändere mal ganz kurz nochmal den Endframe. Das gefällt mir nicht. Historical, letzte Woche. Das lassen wir so. Und jetzt gehen wir auf Daily Chart. Okay. So. So, dann hätte ich noch ganz kurz den RSI. 12.
Das gefällt mir besser. Okay. Okay, also wie wir sehen, ist hier noch kein Signal, kein Kaufsignal oder Verkaufssignal vollzogen worden. Ich schiebe es mal ein bisschen rüber. Okay, jetzt warten wir also drauf. Eigentlich habe ich doch die gelöscht hier. Jetzt warten wir also drauf, bis ein Kaufsignal erscheint oder Verkaufssignal. Okay. Nächster Tag. Jetzt wieder hoch. So, jetzt müsste also ein Verkaufssignal, genau, ein Verkaufssignal erscheinen. Oder ich habe es falsch definiert. Okay, es haut hin. Und da haben wir einen Take Profit von 50 Pips. Sehr gut. So, okay, jetzt mache ich noch das Exemplar noch für ein Signal. Wenn also das wieder von unten nach oben gekreuzt wird, was ich nicht denke, weil wir so viel nicht retraced sind. Das öfter mal am Ende. Okay. Okay, ich denke, das Prinzip ist klar. 50 Pips mit. Okay. Jetzt würde ich Ihnen vielleicht zeigen, also es ist eine ganz einfache Variante. Jetzt würde ich Ihnen vielleicht zeigen, weil ich Ihnen gesagt hatte, beim Daily Chart könnte man natürlich jetzt höhere Take Profit oder Stop Loss einstellen, weil natürlich 50 Pips täglich relativ ja, schnell erreicht sind. Weil ja die Range im Schnitt, weiß ich gar nicht, wie hoch die Range ist, aber um die 30 bis 60 Pips täglich der Euro-Dollar sich zumindest bewegt. Ist natürlich 50 Pips relativ zügig erlebt und hier war natürlich viel Bewegung am Markt. Okay, würde ich jetzt vielleicht vorschlagen, dass ich Ihnen zeige, wie man. Okay, ich mache es mal anders. Ich würde Ihnen zeigen, ganz kurz, wie es aussehen würde, wenn ich bei jedem Signal handeln würde. Das also auch Sinn und Zweck erreicht ist. Warum ich denn das? Ich mache mal ganz kurz ein paar Mal Resume. Ich hoffe, dass da ein paar Trades ablaufen. Ja, sieht man hier unten, dass ein paar Trades ablaufen. Okay. Okay. So, wir sehen, haben wir zwei Trades eröffnet. Hier wissen wir vielleicht noch aus dem letzten Mal, dass hier also eine Buy-Position eröffnet wurde und hier ist das nächste Signal generiert worden, dass also hier eine Sell-Position eröffnet wurde. Und hier oben ist irgendwo der Take-Profit, beziehungsweise hier unten ist der Take-Profit. Okay, das ist vielleicht nicht unbedingt zielführend, so eine Situation. Vielleicht eher andersrum, weiß man nicht. Also ich möchte das Ganze auf eine Position verringern. Wenn also beispielsweise eine Long-Position eingenommen wurde aufgrund der Einstellung, dann soll diese geschlossen werden, wenn eine Sell-Position, also wenn das Signal für eine Sell-Position erreicht ist und umgedreht. Okay. Dafür gibt es ja, einen einfachen Block, den ich hier vor vielleicht mal packe. Einfach ein If-Block. Obwohl eigentlich werde ich den einfach um noch ein bisschen CPU zu sparen, werde ich den hier hinpacken. Na. Obwohl, ist mir nicht egal. Ist endlich egal. Nee, ist nicht ganz egal. Es geht also um die CPU-Belastung. Es ist vielleicht ganz effizient programmiert, aber gut, okay.
werde ich natürlich erstmal die Position begrenzen. Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, alle Positionen offene Positionen in Pending-Positionen, also bedingte Positionen. Da ich jetzt hier nur mit Open Market handle, kann ich also All Positions nehmen oder Open Positions. Ich nehme einfach meine offenen Positionen, um es eindeutig zu machen, und gebe hier einen Integer von 1 ein. Wenn also wir keine Position haben, sondern die Bedingungen quasi suchen, wenn er eine Position hat, soll er ich finde es gerade nicht. Wo ist er? Position Viewer, hier ist er. Okay. Eigentlich reicht, wenn wir das gleich setzen. Dann vielleicht zum Position Viewer ganz kurz erklärt. Position Viewer, was ich letztes Mal schon erzählt habe, dass dort quasi ein Array, also eine Tabelle, ein Feld quasi geschrieben wird, auf, wie man sieht, Positions, also nicht Positionen, sondern Positions Viewer, mehrere Positionen. Jetzt mache ich ja, glaube ich, schon erklärt, dass man Positionen unter Umständen auch benennen kann. Eine einzelne Position bestimmte Werte annimmt, dass die eben geschlossen werden, aber trotzdem die anderen Positionen laufen lassen. Beispielsweise hier mehrere offene Positionen und wollen halt jede Position mit einem Take Profit von 30 Pips schließen. Es ist also so, dass sie beispielsweise fünf Positionen haben, sie Stück für Stück öffnen, egal ob nun Long oder Short. Und diese Position dann durch jede einzelne Position und schaut, ob denn dieser Take Profit oder Profit Loss, um genau zu sein, erreicht wurde oder nicht. Und schließt diese dann selbstständig. Ja, also das ist, oder eben alle anderen, also der Position Viewer zeige ich Ihnen sofort, welche der annehmen kann, welche Werte. Ich mache einfach mal meine Position. Nehmen das mal veranschaulichen. Hier wird das also geöffnet, meine Position. Und dies steht also alles in dem Array drin. Also Position ID, Position Amount sind ja konstante Werte, Close Price dann auch, wenn er geschlossen wird, also alles, wie ich gesagt hatte, Profit Loss und Pips kann natürlich bei jedem Tick oder bei der Kerze eine andere sein. Okay, hier unten ist also eine Position is Long, also ich werde abgleichen, ob denn die Position Long oder Short ist. Position über komme ich nochmal genau im nächsten oder übernächsten Webinar zu sprechen. Hier unten sind zwei Outs. Einmal Flows, also hier soll also durch die einzelnen Positionen gegangen werden. Und dieser ist einfach, wenn die Schleife quasi zu Ende ist, also wenn er durch alle Positionen durchgegangen ist, ob nun ein Ergebnis oder nicht vollzogen wurde, ab diesem Punkt geht es dann quasi weiter. Position is long. Beim Boolean wissen Sie vielleicht, ist true or false, ja oder nein, 0 oder 1 möglich. Okay, also ich mache es ein bisschen dringlicher und einfach Ihnen auch so ein bisschen Einstiegs-Ausstiegsbedingungen ein wenig näher zu bringen. Das Ganze kann man noch effizienter programmieren. Okay, beim if-Block sehen Sie ja, jetzt so hier in diesem Output hier, größer, kleiner, ist gleich. Gibt es beim Boolean natürlich nur wahr oder falsch, also gleich oder nicht gleich oder ungleich. Das ist also eine Besonderheit bei diesem Output. Also nicht wundern, wenn Sie dann eine boolische Variable benutzen, dass dort dann eben sich der Output ändert. Okay. Genau. So, also letztendlich ich einfach nur, also ich checke hier, ob die Position long oder short ist, und dann gehe ich einfach die entgegengesetzte Kondition einfach ein und warte, bis die entgegengesetzte Kondition erreicht ist. Okay.
Okay, close and cancel them. Here we go. Oh, Entschuldigung. So, also wir haben hier eine Shop-Position. Gehen wir einfach mal rein in die Shop-Position. Die ist also hier kleiner, also muss sie hier größer sein. Und andersherum. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist also, wird es geschlossen, immer noch beim Take Profit, oder aber wenn sich entgegengesetztes Signal herausbildet. Wenn ich das nicht haben möchte, müsste ich hier die Stop Loss und Take Profit entfernen. Ich würde wieder auf den, Entschuldigung, auf den Daily Chart gehen, gehen wir auf letzten Monat, das heißt, wir müssen sehen. Okay, das können wir freilassen, können wir verändern, wie wir möchten. Das hat keinen Einfluss mehr auf die Strategie. Hier ist es nur noch hier, weil es noch als globale Variable definiert ist. Wenn Sie vielleicht zum ersten Mal diesen historischen Tester laufen lassen, dann kann es sein, dass es ein bisschen dauert mit dem Laden der Daten. Bei mir ist es so, da ich das täglich benutze, ist es natürlich klar, dass ich die meisten Currency Pairs und die meisten Daten schon runtergeladen habe in meinem Cache. Und so, ich mache das kurz stoppen, damit ich den RSI initialisieren kann. Augenblick. RSI von 12. Dann können wir so lassen. Edit Indicator Z. Edit Indicator RSI von 42. Daily geht doch nicht allzu schnell. Ist auch ganz gut. Brauche ich hier nicht mit Halt oben abzuarbeiten. Und ich sehe gerade, dass ich hier noch ein bisschen was verändern muss. So, jetzt sehen Sie auch den kompletten RSI. Und das Datum. Achso. Sehen Sie das Datum nicht? Das glaube ich, so eine Begrenzung. Ah, da haben wir es. Okay, perfekt. Gut, dann lasse ich das mal laufen. Und schauen wir mal, was passiert. Gleich müsste in der Cell-Position kommen als nächstes. Habe ich recht in. Ach ne, wir sind jetzt ja auf dem Monatschart. Okay, es war ein langer Aufwärtstrend. Da wird womöglich erstmal längere Zeit nichts passieren. Mal gucken, der Retrace stark genug ist. Sagen wir Wochenende. Okay. Im schlechten Sinne ging es ja bis 1,38 sogar hoch. Ja, sehr gut. Also eine Sell-Position jetzt setzen ist das. So. Die wahrscheinlich nicht lange halten wird. Also nicht gewinnen. So, jetzt wird es geschlossen und genau. So. Und jetzt sieht man vielleicht einen Fehler. Genau. Theoretisch hätte er an diesem Punkt. An diesem Punkt hätte er theoretisch, an diesem Punkt, na, wo er die Position geschlossen hat, hätte er theoretisch auch eine Position kaufen, einnehmen müssen. Richtig. Genau das ist nämlich der Punkt, wo man sich wirklich
sicher sein, oder nicht sicher, aber sich zumindest über seine Strategie Gedanken machen muss. Inwiefern ist denn, man sieht hier, hätte ein schönes gesagt, inwiefern ja, die Strategie als solches eben funktioniert. Hier zum Beispiel an diesem Punkt hätte wieder eine Beiposition eingenommen werden müssen. Okay, ich erkläre das ganz kurz, warum das so ist. Ich stoppe die Strategie mal ganz kurz. Ich pausiere mal. Das Problem ist folgendes. Wir filtern hier oben das Instrument. Ich mache da mal Stopp. Wir filtern hier oben das Instrument. Und dann filtern wir eine Kerze. So, das heißt also, dass wenn eine neue Kerze sich herausbildet, ein einziges Signal quasi zu dem Rest hier durchdringt, so zu den Indikatoren und so weiter. Auf dem Tick-Chart beispielsweise, wenn wir auf dem Tick einen Chartpunkt nehmen, wird also, und das wird natürlich dann rausgenommen, wird jeder Tick kontrolliert quasi. Das heißt also, an einem Tick wird geschlossen die Position und am anderen Tick wird die Position geöffnet. Bei einer Kerze ist das aber ein wenig anders. Bei einer Kerze ist natürlich klar, dass es ein, wenn man so will, ein Tick ist, da wird die Position geschlossen. Und dann geht es wieder vorne los, wartet also, bis das Tick wieder die Bedingung erfüllt. Und wenn man hier auf dem Chart das gut sehen kann, ist es also an der nächsten Kerze, wurde nicht die Position geschlossen, sondern erst nachdem wieder ein Cross vollzogen wurde, wurde erst die Position wieder eröffnet. Und genauso ist es dann halt hier, warum hier nicht eine neue Position geöffnet wurde, weil eben hier keine Kreuzung stattgefunden hat. Und das sollte man immer beachten dabei, dass also wirklich es manchmal auf die Strategie ankommt. Es sind einige Fragen im englischen Forum teilweise, wo man einfach mit ein bisschen scharfem Hinschauen quasi erkennen kann, okay, das kann so nicht funktionieren oder das macht wenig Sinn. Das macht sicherlich auch wenig Sinn. Man könnte natürlich auch in dieser Geschichte, zumindest innerhalb dieser Geschichte, auch hier mit reinbringen. Dass also während des einen Ticks dass einen Ticks quasi die Position geschaut, ob sie geschlossen werden muss oder aber nicht. Das machen wir jetzt mal. Wir haben noch 11 Minuten. Ich zoome mal wieder rein. Diesen Block brauchen wir jetzt. Brauchen wir den Block? Mal kurz überlegen. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht mehr. So. Okay. Und machen es uns ganz einfach. Ich wollte Ihnen das ja wirklich hier nur zeigen, um Ihnen den Position Viewer so ein bisschen zumindest schon mal näher zu bringen. Fakt ist, dass. Das heißt, das ist. Also muss der in der Beiposition, also muss der kaum zu klein aus sein. Ich rede jetzt richtig. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Mit der Größe. Ja. Ich selber noch einen Blick. Den müssen wir hier kopieren. Ist kleiner, der ist auch kleiner, der größer. Zack. Und das müsste jetzt wie voll funktionieren, hoffentlich. So schön sehen könnte.
Und ich mache mal schnell on the fly quasi daily und adde mal die RSIs schnell. 14, jo. Und Add Indicator. Und RSI von 42. Ich nehme gerade andere Farben. Das ist gerade mein System, glaube ich, ein wenig überlastet. Ich glaube, jemand bei Skype geschrieben hat, Augenblick. Sehen kann. Okay, stoppen das Ganze nochmal. Ja, sie sehen wir auch. Sehr schön. Wochenende. Jetzt geht's wieder los. So, wie Sie sehen, wurde hier eine Position geschlossen und gleichzeitig wieder geöffnet. Sehen wir das? Hier dasselbe nochmal, grün. Und wenn wir unseren Profit Loss anschauen, sehen Sie auch, dass wir ganz schön im Minus sind. Das hier ist die Equity. Okay, hier ist mein Profit Loss. Okay, man sieht also merklich, dass wenn ich hier diesen Profit Loss hinzufüge, dass die Strategie sehr, sehr langsam läuft und jetzt weiter schneller läuft. Okay, wieder Wochenende. Nee, doch nicht. So, so also das ist der Unterschied, den man vielleicht innerhalb des Codes machen kann. Gucken wir jetzt vielleicht eine positive Position einnehmen können. Schauen wir mal. Ich muss eine positive Sache hier zeigen. Okay, 38, ich glaube, dann ging es ja abwärts. Und 55 Pips gewinnen. So. Und wir wissen ja, dass der Kurs jetzt sogar bei 1, weiß ich gar nicht, 35 steht oder so, dass die Position wahrscheinlich auch im Gewinn verlaufen wird. Okay, dies also zur Strategie, wenn wir wirklich nur eine einzige Position offen haben möchten, wäre der Code dieser hier. Also das hier brauchen Sie nicht zu beachten. Und wenn Sie aber Position unter bestimmten Bedingungen schließen möchten, ohne dass Sie jetzt sagen, okay, also wie auch immer, also ich erkläre es einfach nur, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann, verschiedene Gründe, warum, warum nicht, warum man das so und so macht. Also was ich Ihnen vorher gezeigt habe, was man also hier oben die Position abklärt, okay, wenn man also eine Position
offen hat, dass man also die Position unter bestimmten Bedingungen schließen kann. Man kann es natürlich alles auch direkt im Code generieren. Je nachdem, was ich Ihnen gezeigt habe, wäre vielleicht interessanter, wenn Sie auf Tick-Basis generieren, weil es kann natürlich sein, wenn Sie den Indikator nehmen, RSI, na, kann ja sein, dass auf Tick-Basis ja manchmal nur ausschlägt, aber die Kerze noch gar nicht fertig ist beispielsweise. Und da kann es also sein, dass also in einer Kerze beispielsweise, weiß ich nicht, 50 Mal eine Position geöffnet wird. Um das eben zu begrenzen, sollten Sie dann wirklich da if-Block mit dem Begrenzen der Position auf jeden Fall annehmen und dann vielleicht global, also nicht global, sondern eben direkt den Ausstiegsmoment definieren, weil auf Tick diese Variante vielleicht nicht ganz so hilfreich wäre. Müsste man mal sehen. Ja. Okay. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Wenn Fragen sind, irgendwas oder Vorschläge für Strategien, wie auch immer, bitte einfach posten, mich anschreiben, direkt. Mein Community-Name ist folgender, der auch im Forum ist. Also wenn Sie diesen finden, Dirk-R1, dann bin das ich. Spreche Deutsch und Englisch, also Französisch kann ich mich auch noch anfreunden. Ja, also bitte einfach posten, Fragen, Sorgen, Probleme. Werde auf jeden Fall da was finden, was Interessantes. Ein Benutzer hatte das ja schon mal gemacht, was ich sehr interessant fand. Ich lerne auch mal was dabei, Sie vielleicht auch. Und dass wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit heute, hier und jetzt. Oder dann vielleicht, wenn Sie es im YouTube-Channel abrufen, also diese Darstellung dieses Webinars, finden Sie dann auch im YouTube-Channel. Einfach Virtual Forex German oder Deutsch eingeben in YouTube und dann kommen Sie zwangsläufig zu unseren Videos. Und natürlich in erster Linie zu den deutschen Videos. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, schöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Bis dann, tschüss!